viele, vielleicht die meisten von euch wissen, dass wir für Wochenenden, wenn wir einen Flyer machen, auch jeweils ein Motto haben. Und heute Morgen beim Frühstück wussten wir nicht mehr genau, welches ist das Motto, aber Erika hat sich dann daran erinnert, zwar nicht an das Motto, aber an eine Entsprechung davon. Und das Motto für dieses Wochenende lautet Sein oder Nichtsein. Und was hat sie erinnert? Alles oder nichts. Ich würde das Motto jetzt nochmal umschreiben, nachdem wir schon zwei Varianten haben. Da alles im Wandel ist, verändern wir das jetzt nochmal. Und zwar, alles ist nichts. Und nichts ist alles. Alles ist nichts. Und das erklären wir jetzt ein bisschen. Alles ist ja das, was, oder ein Begriff, der eine Vielzahl andeutet, also sich auf das bezieht, was hier als Vielfalt der Ausdruck ist von dem, was Bewusstsein ist. Also diese Welt mit eben allen Facetten, das ist alles. Und zu sagen, alles ist nichts, ist natürlich eine gewisse Provokation, dass das hier alles nichts ist. Aber es hat alles keine Bedeutung, weil es flüchtig ist und in ständiger Veränderung. Von daher gibt es dir nicht das, was du als Persönlichkeit ja anstrebst. Was strebst du denn als Persönlichkeit an? Na, immer weiter zu existieren. Und hängst du dich jetzt an diese Aspekte von allem oder als alles, dann hängst du dich an die Verderblichkeit. Das heißt also, du steuerst geradewegs während des sogenannten Lebens schon auf deinen Tod zu, indem du dich an das klammerst und dich an dem festhältst, was vergänglich ist. Das ist also total unklug. Daher ist alles nichts. Okay? Willst du also die Ewigkeit, musst du dich an das hängen, was die Ewigkeit selber ist, oder musst dich der in dir selber öffnen? Hast du sie nicht in dir, wirst du sie nie erringen. Also ist ja niemals außerhalb von dir. Das heißt, du musst dir nur selber bestätigen, dass du dieses essentielle, sogenannte Ewige bist oder Nicht-Vergängliche. Somit ist, wenn dieses Alles nicht ständig im Fokus ist, als ein vermeintlicher Halt, der dich schützen soll, nicht zu sterben, dein Versuch, am Leben zu bleiben. Und da du das tust, haben wir jetzt noch ein anderes Attribut für den Ausdruck von Persönlichkeit. Weil bist du beschäftigt mit allem, kannst du nicht mehr mit der Einfachheit selbst in Kontakt sein oder in Frieden sein, nämlich mit dem Frieden selbst oder der Wirkung, die unsere Natur auf uns hat, wenn wir uns auf sie besinnen, dass dann Frieden auftaucht in uns. Damit ist die Person, die eben mit allem beschäftigt ist, ein Friedensentferner oder Extraktor. In dem Moment, wo man sich dessen nicht gewahr ist, was man eigentlich ist, ist man nicht im Frieden. Das ist ein kosmisches Gesetz. Nur das, was du bist, ist selbst Frieden oder gibt dir Frieden. Alles andere ist Unfrieden. Das heißt also, in dem Bemühen zu überleben und überall Halt zu finden, hängst du dich, wie gesagt, an das Vergängliche, und das ist unklug. Du erreichst damit genau das Gegenteil von dem, was du vermeintlich anstrebst. Also das ist die essentielle Umkehrung. Daher ist alles nichts in dem Sinne. Gut, aber alles ist in dem Sinne natürlich nicht ein Nichts, als es überhaupt nicht existent ist. Es ist ja da, deswegen können wir darüber sprechen. Nur auf einer absoluten Ebene existiert es überhaupt nicht. Also für das Gewahrsein deiner selbst oder im tiefen Samadhi existiert für dich überhaupt nichts. Noch nicht mal du als die Form, sondern nur du als Anwesenheit. Als ein Zipfel, ein Überbleibsel von Anwesenheit, das ist, was sich dir enthüllt. Und da ist keine Anwesenheit für dich von einer Welt. Andererseits, ohne eine sogenannte Welt gibt es für dich nicht die Möglichkeit, dich davon zu distanzieren. Und das ist das Paradoxon, in dem wir leben. Dass wir sagen können, aus der Sicht der Wahrheit, das ist nicht existent, das ist nicht real. Und dennoch ist es nur möglich, in einer Qualität, die nicht real ist, das Reale für sich zu erkennen und auszudrücken, zu verwirklichen. Das heißt also, obwohl es hier als alles nichts ist, müsstest du trotzdem in dir eine Ebene finden, auf
der du oder in der du das schätzt, was dieses vermeintliche Alles oder als Nichts ist. Und das ist die Kunst, weil wir haben primär eher eine Abneigung gegen das, an das wir uns hängen, denn wir hängen uns zwar an alles Mögliche, aber es tut uns ja nicht gut. Und wir sagen auch zu vielen Aspekten von uns selber, wir wollen es eigentlich gar nicht. Wir leben etwas, was wir gar nicht wollen. Damit versagst du dir eigentlich eine Öffnung in das, was du bist, wenn du in einer prinzipiellen Struktur von Ablehnung bist. Dir selbst gegenüber. Bist du dir selbst gegenüber in Ablehnung, weil du Erfahrungen in dir machst, die sich nicht gut anfühlen und du das entsprechend bewertest, bist du auch dann in Ablehnung von dem, was dich umgibt, was ja eine totale Reflexion von dir selber ist. Du bist auch dann in Ablehnung von deiner Essenz, weil hast du keinen Zugang zu dir, verschließt du dich, ist auch die Tür zu der Öffnung in diese Ebenen, die frei sind von dieser Persönlichkeit und die eigentlich diese Ewigkeit bescheren. Also, was heißt Ewigkeit in diesem Leben? Nicht in Angst zu sein. Und das heißt das. Nicht in Angst zu sein heißt, in Liebe zu sein. In Liebe zu sein heißt, dass du keinerlei Zeitbegriff hast. Dass dich also Abläufe nicht interessieren oder dir irgendwas zu fehlen scheint. Nichts davon. Ja, und dann findest du dich hier auf einem Planeten wieder, zu dem du einen großen Widerstand hast, weil du den Widerstand gegen dich selber lebst oder hast. Und darüber hinaus du dich, wie gesagt, an Aspekte haftest, die nur Leid bewirken, also nicht deine Natur wirklich bedienen oder sie dir präsentieren, sodass du aus ihr leben kannst. Und was passiert durch die Weigerung, wirklich sich selbst zu leben? Das heißt, sich in Welten zu flüchten, die nicht real sind. Das heißt, du lebst in einer nicht realen Welt und flüchtest dich aus der noch in eine weitere nicht reale Welt. Und das ist das, aus dem heraus Persönlichkeiten leben, die glauben, dass sie diese Struktur, dieser Körper sind. Und sind sie dieser Körper und zeigt sich mehr oder weniger Unaushaltbarkeit in diesem Körper in Bezug auf bestimmte Formen von Erleben oder Symptomen. Wirst du die Form ablehnen und du wirst auch das Leben ablehnen und du hast natürlich dann auch überhaupt keinen Zugang zu der absoluten Wahrheit. Wie äußert sich das? Wie kommt es, dass man in diese Träume dann gerät? Weil die Tendenz da ist, sich aus dem Körper herausziehen zu wollen. Also das Bewusstsein will nicht mehr in Verbindung mit dieser Form sein. Und das zieht sich raus. Es zieht sich dann, weil der Wille natürlich bei uns im dritten Auge sitzt, nach oben. Und befindet sich dann in der Region, wo dann die Konzepte auftauchen, also wo du dann dich mit Ebenen oder in Ebenen begibst, die astral sind und die extreme Polaritäten sind und immer eigentlich eine absolute Getrenntheit, die noch stärker ist als hier auf der Erde, begibst. Das heißt also, je mehr du versuchst, dich dem nicht zu stellen, umso mehr wirst du eigentlich damit konfrontiert, dich dem stellen zu müssen, weil je weiter du versuchst, dich rauszuziehen, umso unangenehmer und unwirklicher wird deine Existenz. Der Vorteil davon ist, hast du noch irgendwo Zugriff zu deiner Bewusstheit, dann wirst du dich davon verabschieden und wirst irgendwann feststellen, das tut mir überhaupt nicht gut, ich ziehe mich aus dem Herausziehen noch raus. Viele schaffen das dann nicht mehr und leben in dieser Welt und sind auch verloren. Manche wirklich auch sogar rettungslos. Worauf ich hinaus will, ist, die Tendenz ist die, so zu tun, als wäre man nicht im Körper, so zu tun, als wäre man das alles nicht, obwohl man dran glaubt, dass man es ist und sich versucht dann rauszuziehen und dass es nicht klug ist, das zu tun, sondern im Gegenteil, das umzukehren und zu schauen, so, weshalb bin ich eigentlich als diese Form hier? Und das ist es eigentlich, was das Leben mir bietet und wo ist die Resonanz in mir, die mir das bietet, was ich dann im Außen, in dieser sogenannten Scheinwelt, für mich dann als Erleben registrieren kann oder ausdrücken kann. Also genau da rein in die Ebenen, die wir versuchen zu vermeiden. Also das heißt primär erstmal Anwesenheit im Körper. Da bist du in deinem Gehirn tätig und dann in Verbindung mit dem dritten Auge, wie gesagt, bist du nicht anwesend. In anderen Welten bist du anwesend, aber da taucht in dir die Idee auf, nicht anwesend sein zu können, aber du wirst immer anwesend sein, wenn du hier als Bewusstsein auf dieser Welt in dieser Form existierst. Somit ist es eine Täuschung, Selbsttäuschung. Gut, also worum geht es dann?
Es geht darum, wirklich hier zu sein und um sich dem stellen zu können, was, wovor du davonläufst. Denn das ist die einzige Lösung, um etwas zu lösen, sich dem zu stellen. Auch wenn man es versucht hat, sein Leben lang zu vermeiden. Wenn es die Gnade so will, erkennst du, dass es keinen Sinn macht. Und dann heißt es, zunächst mal in den Körper zu kommen, ganz simpel. Das ist, was mir in letzter Zeit so deutlich aufgefallen ist, dass die meisten Menschen ja überhaupt nicht präsent sind. Und die Folge davon ist, oder andersrum gesagt, man merkt, dass sie nicht präsent sind, weil einfach ein bestimmtes Gewahrsein für sie selbst gar nicht vorhanden ist. Also weil sie nicht mitbekommen, was für sie überhaupt stimmig ist. Oder wo sie jetzt die Realität bedienen, also die Ewigkeit, indem sie das andere nicht bedienen. Also gar nicht wissen, was ist es eigentlich, was mir Qualität vermittelt in mir selbst oder einen Zugang haben zu Bewusstheit oder zu subtilen Energien, also der von tiefen Frieden. Wie willst du, wenn du nicht in Kontakt bist mit deiner Form oder ständig auf der Flucht bist, wahrnehmen, welche subtilen Ebenen in dir sind, wenn du nicht davonläufst? Ja. Kannst du nicht, also musst du erstmal anhalten, musst erstmal ein Gewahrsein haben von Anwesenheit. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das bedeutet, dass du dich einfach wirklich bewusst energetisch erdest, also mit deiner Energie in die Erde gehst und dich da von mir aus auch noch verankerst, was du im Gewahrsein hast, zunächst mal überhaupt, wie ist es denn, anwesend zu sein? Denn ein bewusstes Gewahrsein davon, anwesend zu sein, haben die wenigsten Menschen. Und auch das Resultat von Befreiung ist ja, dass man total anwesend ist. Also, dass es keine Chance mehr gibt, in irgendwelche Traumwelten zu flüchten. Ist keine Möglichkeit. Gar keine. Jetzt können wir sagen, nutze die Zeit für deine Träume, solange du noch eine Chance hast, zu träumen. Aber dann verabschiede dich und sag, dreh noch eine Ehrenrunde und dann sag, okay, vielen Dank, weil das dient mir nicht. Jetzt schaue ich mal, wie es ist, überhaupt mal präsent zu sein. Und wenn du das erste Mal wirklich Präsenz hast, wirst du merken, welche andere Qualität das alleine durch Anwesenheit in dir auslöst. Und das spricht dann für sich, so wie ja alles in Bezug auf, was wir Spiritualität nennen, für sich sprechen muss. Denn wenn es in uns nicht irgendein Gewahrsein auslöst, was anders ist als die Normalität oder diese Alles-Mentalität, dann wirst du dich dafür nicht entscheiden können. Und dein System als das Bewusstsein, nicht du persönlich, muss ich immer wieder entscheiden zwischen lebe ich die Wahrheit oder lebe ich die Unwahrheit, lebe ich die Lüge, lebe ich das Ewige, lebe ich das den Traum. Gut, und dann bist du schon mal hier. Also das wäre ja schon mal das Anerkennen davon, okay, ich bin zwar möglicherweise nicht die Form, schon oft gehört, aber doch noch dran geglaubt. Aber jetzt schaue ich mal, wie es eigentlich ist in dieser Form. Lange versucht zu vermeiden, irgendwann geht es nicht mehr, irgendwann musst du da dran. Gut, und dann wirst du sehen, dass Anwesenheit eine unglaubliche Qualität ist, die bedeutet, dass du losgelöst bist von den Aspekten von dir, vor denen du immer davon gelaufen bist. Und das ist, was Präsenz tut. Wirklich ein Gewahrsein davon zu haben, wie es ist, anwesend zu sein. Allein das ist schon das Geschenk, davon Mensch zu sein. Und solange du nicht das Menschsein als ein Geschenk empfindest, wirst du unglücklich sein. Denn das bedeutet, dass du die Gnade, die da in dir anwesend ist, nicht schätzen kannst. Kannst du es nicht schätzen, wirst du sie nicht leben, weil du sie gar nicht im Blick hast. Also, anwesend zu sein bedeutet dann, nicht mehr involviert zu sein in das, was passiert, sondern ein anderes Gewahrsein zu haben von dem, was passiert oder nicht passiert. Und dann erst kannst du sehen, wie ist überhaupt die Befindlichkeit in deiner Form, welche Strukturen laufen da, was bedienst du, was nicht stimmt, was bedienst du, was schon stimmt, ist ja auch der Fall. Und von da aus wirst du sehen, dass du das Gefühl hast, dass alles in deinem Sinne läuft, aber nicht in deinem Sinne aus der persönlichen Perspektive, sondern in Bezug auf Stimmigkeit. Indem du weißt, okay, das, was ich ausdrücke, ist wahr. Das hatte ich zwar früher nie auf dem Schirm, aber es ist total wahr. Und das hat für mich eine Bedeutung, dafür gehe ich. Ja. Solange du nicht irgendwas hast in deinem Leben, wofür du wirklich gehen kannst, also wirklich gehen kannst, nämlich dich selbst, dann lebst du eigentlich nicht. Du bist nicht hier, nicht anwesend.
Und das ist die Einladung, in der Möglichkeit, im Körper zu sein, der nicht real ist, in einer Realität, die real zu sein scheint, die nicht real ist, in Träumen zu sein, die nicht real sind. Aber dich aus all dem rauszuziehen, indem du reingehst und dich nicht rausziehst. Also dich von all dem zu lösen, ohne dich zu distanzieren. In totalem Kontakt damit zu sein, weil du, wenn du präsent bist, das bist. Da gibt es keine Getrenntheit. Und von da aus dann in einer guten Weise dich den Themen oder den Aspekten in dir stellen kannst, vor denen du, wie gesagt, immer davon gelaufen bist. Amen. Willkommen zum Satsang. Muni, während du gesprochen hast, habe ich beobachtet, dass bei mir dann ein Schalter umging und Präsenz auftauchte. Und das ist eine große Gnade, ist immer wieder ein großes Geschenk. Und ich erlebe das als diese Wellen. Kann nicht sein. Ein Geschenk ist keine Welle. Die Präsenz ist eine Zeit lang da und dann taucht es wieder ab in irgendwelche Persönlichkeitsstrukturen und dann nehme ich das wahr, okay, bin gerade wieder abgetaucht, versuche mich zu fokussieren oder Erde zu spüren und wenn die Gnade es will, taucht wieder die Präsenz auf. Zu der Gnade gehört aber schon, dass du dich wieder abwendest von dem, was vorher als Tiefe oder Teil einer Welle aufgetaucht ist. Das ist auch schon Gnade. Ja, das stimmt. Und wir müssten sogar sagen, sogar das Tal ist Gnade. Taucht das Tal nicht auf, hast du kein Gewahrsein von dem, was in dir noch nicht stimmt. Also könntest du es als Gnade betrachten, weil durch die Höhen der Wellen heißt es noch lange nicht, dass sich deswegen dann unsere Themen erlösen. Die erlösen sich im Gewahrsein davon, dass es Täler gibt und dass man eben da ein Interesse hat an Aspekten, die einen immer wieder ins Tal zwängen. Also das Gnade ist eigentlich nicht existent, weil sowieso alles, was passiert, Gnade ist. Da können wir es auch gleich wieder vergessen. Aber es zu schätzen, das ist wirklich gut. Was auch immer. Aber das kannst du nur, wenn du verankert bist. Als Präsenz. Die ja nicht durchgängig da ist. Die ist durchgängig da, du bist noch nicht da. Präsenz ist das Einzige, was durchgängig ist. Das ist ein Ausdruck von Bewusstheit, als Widerspiegelung der höchsten Bewusstheit. Das ist, was Präsenz ist. Und man empfindet es als sehr powerful auch, weil es einfach nicht reduziert ist durch die persönlichen Befindungen oder Berührtheiten oder Aspekte, die in Aktion sind. Dadurch hat das, oder empfindet man das als eine starke Kraft. Präsenz scheint sich dann zu potenzieren, je mehr die Aufmerksamkeit da ist. Genau genommen potenziert sie sich wirklich letzten Endes immer nur durch den Wegfall von dem, was man nicht ist, also wo man den Fokus nicht hat. Und wenn man das versteht, weiß man, man muss anwesend sein und seine Themen klären, weil die Themen es sind, die einen eben rausziehen. Deswegen Friedenentferner als persönlicher Ausdruck. Und das Interesse
an den Aspekten, die nicht real sind, muss ich einfach reduzieren und dahin richten, wo das Schauspiel nicht ist. Gibt es eine Methode, wie man am besten in die Präsenz kommt? Ist es die Meditation oder ist es Gewahrsein in der Natur oder ist es für jeden was anderes? Wir haben es eben eigentlich gerade schon gesagt, indem du eben die persönlichen Strukturen nicht bedienst, ist automatisch Präsenz. Das heißt, du kommst eigentlich nie in die Präsenz, du bist selbst Präsenz. Natürlich, wenn es gelingt, einfach nur da zu sein, ist Präsenz. Das wäre dann Meditation, ohne was erreichen zu wollen, also auch ohne Präsenz erreichen zu wollen. Weil willst du sie erreichen, entfleucht sie dir. Weil es schon gegeben ist, verstehst du? Weil wir tun dann so, als könnten wir etwas erreichen, was sowieso schon ist. Aber ich sagte dir ja gestern, wenn du die Selbsterforschung nutzt, mit der Frage, wer bin ich, und dann bei dem Ich bleibst, wirst du sehen, dass immer mehr Gewahrsein da ist, weil du keinem anderen Fokus in dir mehr Raum gibst, außer dem, dich auf das Ich zu besinnen, in der Frage, mit der du ja wissen willst, wer oder was du wirklich bist. Damit bist du immer auf das Höchste ausgerichtet. Bist du auf das Höchste ausgerichtet, reflektiert das sich in dir auch als Präsenz. Sofern das System nichts anderes bedient, nebenher. Also Präsenz ist das Gewahrsein von Anwesenheit. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Kommt ja von Präsenz, von Gegenwart, also gegenwärtig sein. Und das scheint uns natürlich nicht zu reichen. Ja, solange noch gewisse Defizite in uns sind, Begierden sind, unerfüllte Aspekte, Erfahrungen, Defizite, die man anstrebt, bewusst oder unbewusst. Und dadurch ist das verdeckt, was so selbstverständlich ist, was in dem Moment, wo du es nicht bedienst, sofort auftaucht für dich. Denn wie kannst du Anwesenheit machen? Ja? Aber du bist immer anwesend, ja? Solange die Form eben da ist. Hilft dir das? Ja. Ich denke, was ein großer Grund ist, um nicht gegenwärtig zu sein, sind die Gedanken. Das ist letzten Endes erscheint es so, aber es ist nur eine Wirkung. Die Gedanken sind nur eine Wirkung von interpretierten Gefühlen oder nicht aushaltbaren Gefühlen. Weil Gefühle signalisieren uns, dass wir eine Irritation erfahren in unserem System, zu der wir eine Abneigung haben oder Ablehnung haben.
Und daraus entwickeln sich dann mit der Zeit bestimmte Konzepte. Also die Gedanken sind auch nur eine Wirkung. Die Ursache für unser Wohlbefinden oder nicht oder Interpretation von Stimmigkeit oder nicht sind eigentlich immer die Gefühle. So fängt es an, ganz früh. Sonst müssten wir ja sagen, die ersten Jahre, wo du nicht denken kannst, bist du nicht anwesend, ja? Was ja nicht stimmt. Das System macht entsprechende Erfahrungen, aber interpretiert es auf einer Basis, wo Bewusstsein keinen Zugang dazu hat. Und der muss erst mit der Zeit mühsam gewonnen werden, durch die Erfahrung von sich selbst und dann die Rückschlüsse, die man daraus zieht, was mit uns macht. Und das hatten wir auch in unserem Gespräch, dass es schwer ist, dahinter zu kommen. Was sind jetzt die Ursachen dafür, dass ich mich heute so verhalte, wie ich mich verhalte, was ich als schräg empfinde, aber nicht weiß, wo es herkommt, was die Ursache dafür ist. Und dann war ja der Hinweis dafür, wenn es nicht erledigt ist, leben wir nach wie vor in derselben Struktur. Also du bist dann immer noch in der unbewussten Kindstruktur, die auf bestimmte Dinge im scheinbaren Außen entsprechend reagiert und es dann energetisch interpretiert als Gefühl. Und sobald gewisse Gefühle auftauchen, flippt das System aus und versucht zu flüchten. Und dann finden wir uns in dem Stadium wieder, wo wir eben in anderen Welten unterwegs sind, selbstgebastelten Welten, die uns nicht weiterhelfen letzten Endes, auch nicht dahin zu kommen, dass wir das klären können, weshalb wir in den Welten sind. Und wenn man als Mensch auf der Erde ist, macht es ja auch Sinn, sich als Mensch zu leben und nicht als Flucht vor Mensch sein. Ja? Auf die Idee würde kein Tier kommen, noch nicht mal eine Mücke. Die ist sehr zielstrebig und hat ja auch... hat ja auch als Indikator hier wirklich eine klare Ausrichtung mit diesem Stachel, ja, der schon hatte, dem folge ich hier. Und wenn du dem so folgst, in Bezug auf Freiheit, wow. Ja. Aber wir sind da so komplex und interpretieren unsere Interpretation noch und sind irgendwann so weit weg von den Ursachen in uns. Also wenn jemand flüchtet, dann flüchtet er immer vor sich selbst. Also viele sagen, ich kann die Welt nicht aushalten, kann meine Eltern nicht aushalten, meine Hund, meine Katze, mein Pferd, mein was weiß ich, Meerschweinchen und was auch immer. Aber es ist immer man selbst, vor dem man davonläuft. Und das muss man sich erstmal reinziehen. Ja? Weil man meistens so lebt, dass man glaubt, es sind alle anderen, die an meinem Leid schuld sind. Also es ist ein mühsames Herausfinden, wo was in der Form nicht stimmt und dass man dann sich irgendwann davon verabschieden können. Und es geht ja darum, sich möglichst früh im Leben von den Inhalten der Form und damit auch von der Form zu verabschieden, damit du nicht glaubst, du bist sterblich. Dass du sozusagen den Tod schnell hinter dich bringst. Ja, ja, das ist, was Spiritualität ist, den Tod wirklich schnell hinter sich zu bringen, damit man anfangen kann zu leben, weil sonst bleiben dir nicht mehr viele Tage, machst du es 2 Tage vor deinem Tod. Aber auch das ist wertvoll, weil lebst du total in der Präsenz von 2 Tage vor deinem Tod, existiert das, was davor war, für dich gar nicht. Weil in der Präsenz zu sein heißt, es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Das ist für dich nicht existent. Und das merkst du, je tiefer du dich öffnest in das, was du bist, dass deine Vergangenheit einfach noch nicht mal vor deinen Augen, aber einfach verschwindet, auch in der Erinnerung. Probleme, die du glaubtest gehabt zu haben, in die du verliebt warst, kennst du gar nicht mehr. Ja? Das ist schon cool. Vorhin, als wir da gesessen sind, da war so das Gefühl, dass es alles ja gar nicht passiert. Es ist ja alles nur ein einziger nicht ein einziger Augenblick, sondern nur ein einziges Sein eigentlich. Und trotzdem, und dann gibt es so
ganz wechselnde Gefühle, weil erstmal war dann sehr, sehr stark dieses unaushaltbare Gefühl. Da habe ich eins, das wollte ich mir noch anschauen. Und dann kurze Zeit drauf hast du das Mantra gespielt und zu singen angefangen. Und dann war ich total berührt, weil ich zuvor mir noch überlegt habe, Mensch, wie bringe ich das unter, dass die singt und wir brauchen unsere Ruhe und die Erika will sich hinlegen und wie machen wir das? Und dann passiert das einfach. Ich meine, dann war ich so berührt, dann war das eine Gefühl weg und so eine totale Dankbarkeit war da und wow, wie gibt es das eigentlich? Wie kann das sein? Und dann kam das Gefühl aber wieder und das kam auch vor allem heute beim Frühstück und zwar hattest du gesagt, ja, da kann noch so ein ich bin nicht okay dahinter lauern und da hat das ganze System richtig heftig reagiert. Da muss ja so was sein. Habe ich gesagt, schon beim Frühstück. Schon beim Frühstück. Denkt man kann ein bisschen unverfänglich plaudern. Und dann. Ja. Das war aber nur, weil du sagtest, du warst schon so oft vorne und eigentlich tut sich da nie was. Ah nee, so krass habe ich das auch nicht ausgedrückt. Nee. Nein, hast du nicht, das war ein Spaß jetzt. Ich habe nicht gehört, was da du tut sagst. Sich. Nein, das, aber du warst schon so auf vorne nach der Mutter und da kann ja eigentlich nichts mehr sein. Also was sollte da schon noch sein, weil du hast dir ja schon alles angeschaut. So, das war so der Tenor. Auch nicht das, sondern was außer mit dem Gefühl dann sein, könntest du mir noch helfen? So. Okay. Ich kann dir nicht helfen, glücklicherweise. Ja, eben. Das ist das Gute. Weil, aber es sieht so aus, wenn in dir diese Ebene, das haben wir ja auch gesagt, am Frühstück offen ist. Wenn das offen ist, dann kann alles passieren. Dann kann ich auch scheinbar helfen, weil ich kann es dann sehen, was in dir läuft und auch den Hintergrund davon. Aber wenn es in dir nicht geöffnet ist, brauchst du vielleicht einen anderen Moment, in dem das dann möglich ist. Ah ja. Das ist, was passiert. Und daher finde ich es toll, weil ich mache ja eigentlich nichts. Ja. Das ist das Coole. Mhm. Na, vielleicht kann ich auch sagen, ich habe das als Ausrede dann so benutzt. Ach, der Muni, was kann, macht ja eh nichts, kann mir auch nicht helfen. Und einfach mit dem Gefühl halt sein und hier im Satsang mit dem Gefühl sein, das ist es ja auch schon. Ich meine. Auf einer Ebene ist es das, wenn es natürlich immer wieder auftaucht. Und es taucht immer wieder auf. Und du die Tendenz hast, dass lieber jemand das wegsingen soll. Und das auch noch scheinbar also. Passiert. Das ist auch noch scheinbar. Sag jetzt mal nichts dazu. Nein, aber das ist ja. Das Prinzip. Ja, dass aber es taucht immer wieder auf. Eine Ablenkung bin ich suchst da. Davon. Das ist, weil du, sonst wärst du total damit geblieben. Das siehst du. Ah. Also das Gefühl taucht auf und es gibt eine Chance, es zu erlösen. So, und dann heißt es natürlich nicht davon zu laufen oder sich in Szenarien zu begeben, wie eben das jemand singt und dass es gut tut. Und dann ist einfach nur die Ablenkung die du anstrebst. Deswegen ist dann dein Fokus woanders und nicht da, wo das jetzt aufgetaucht ist. Aber bist du gegenwärtig, ein Stück weit gegenwärtig, dann taucht es auf als Schmerz. Und das ist etwas, was ja dein Sein in Anführungsstrichen überlagert. Und, es taucht auch und als das, Schmerz. Das taucht öfter wieder auf. Ja. Es muss ja. Also es ist eine bekannte Größe und etwas, was dich trennt von der Qualität, die du glaubst, dass du sie dann hast, wenn jemand anders, verstehst du, deine Aufmerksamkeit wegzieht. Also du hast immer versucht, mit dem Wegdriften deiner Aufmerksamkeit das zu lösen, dass da ein Problem ist. Es geht aber nicht weg dadurch. Also heißt es, das umzukehren und total da zu sein. Um zu erforschen, was ist es denn eigentlich? Also in welchen Momenten taucht es auf? Was könnte der Grund dafür sein, dass es da eine scheinbare Trennung gibt in mir? Oder ein Schmerz. Schmerz ist ja immer ein Verletztsein und der Versuch, dem auch zu entkommen. Und da hat jeder so seine Taktik, du dann auch. Klar, versucht das System, dem auch zu entkommen. Klar. Und lösen kann sich, wenn da die Bereitschaft, also zunächst mal der Wunsch da ist, ich will unbedingt, dass sich das für mich klärt, ich bin auch bereit, mir das anzuschauen, egal wie unangenehm das ist, und es dann auch zu tun in der Praxis. Also ein Teil ist der, und damit verliert es ja ein Stück weit an Kraft, wenn du nicht mehr dagegen gehst, sondern da bleibst. Deswegen sagtest du ja, wenn ich dann damit bin, das ist es ja schon.
Aber es ist noch nicht, weil es immer wieder auftaucht und dein System dann das zwar dadurch ein Stück weit entlässt, aber es ja wieder auftaucht. Das heißt, es bedient das wieder in anderen Phasen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das muss, sowas muss es sein. Weil es halt löst sich wieder auf und setzt dann wieder an. Ja, und damit ist es etwas, wie gesagt, das nicht nur auftaucht, weil es auftaucht, sondern dass dein System ein Interesse daran hat, dieses Gefühl auszudrücken oder wieder Das ist ein grausliges Gefühl. Das ist ein sehr grausliges Gefühl. Ich kann nicht verstehen, wie ein System Interesse daran hätte, nachdem es schon... Ja, das scheint so auf der bewussten Ebene. Auf der unterbewussten Ebene kann das der Impuls sein, dass du denkst, je schrecklicher es mir geht oder je mehr ich im Drama bin, dann habe ich die Chance, dass mich in meinem Umfeld jemand wahrnimmt. Und du ansonsten dich in Not befindest. Und dann ziehst du sogar eine Struktur vor, die sich schlimm anfühlt, extrem schlimm. Weil das ist, was die meisten Menschen machen. Die meisten Menschen sind im Thema Minderwert extrem oder im Thema Angst und produzieren ständig Angst. Und warum solltest du nicht sowas auch produzieren, was sich äußerst unangenehm anfühlt? Aha. Weil du dann nach außen signalisiert hast, in Relation zu bestimmten Gefühlen und Situationen, so jetzt ist es zu much, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin praktisch am Limit, vielleicht sterbe ich sogar. Weißt du, weil als Kleinkind bist du in der Not, wenn dann jemand für dich da ist und du da eben bestimmte Empfindungen hast oder bestimmte Nöte hast, sagen wir mal so. Ein Kind ist immer, wenn sowas auftaucht, in Not. Und dann transportiert es die Not durch sein ganzes Leben in der Unerfülltheit dieses Themas, gerettet werden zu müssen. Und dann ist das ein total legitimes Mittel. Schmerz und Drama, Krankheiten, nicht funktionieren können, also bis hin zur Schizophrenie, weil das sind alles Aspekte. Schizophrenie, die, glaube ich, ganz so weit ist noch nicht. Nein, ich habe allgemein jetzt gesagt, ja. Das sind die Tendenzen, die man haben kann. Na ja, gut, ich meine... Bei aller Dramatik, aber... wir wissen ja, wenn es jemand ablehnt hat, da hat man es meistens. Nein, Das ist ja, ja nur haltbar, wenn man sagt, man ist nicht schizophren. Wir sind alle schizophren, ja. Solange wir etwas spielen, also ein Schauspiel abziehen und daran glauben und das eigentlich nicht sind. Also eine Rolle, für die wir noch nicht mehr bezahlt werden, im Gegenteil leiden, aber sie immer versuchen durchzusetzen und vielleicht sogar uns noch für das Höchste schick zu machen mit der Rolle. Oder für die Eltern, wie gesagt. Ja, also da leben wir ja alle drin. Das ist ja, deswegen haben wir ja gesagt, war es in Hamburg? Psychiatrie war doch das Thema. Also, ja, wir sind Hamburg. Hier heute willkommen in der Psychiatrie. Das war eine der Einleitungssätze. Also in Hamburg hat mir ja eigentlich das geholfen, wo du zu dem einen gesagt hast, jetzt schau dir mal alle an, ohne Überlagerungen. Und da hat sich das vollkommen, auf einen Schlag hat sich dieses Gefühl vollständig aufgelöst. Ja. Und war ja dann herrlich. Yes. Ohne Überlagerungen in die Welt zu schauen. Und da siehst du, was dann ist, wenn das in dir nicht mehr ist, was da jetzt als Überlagerung ja. ist. Was krass. Das dann, also das Resultat ist total krass ist. Eben. Mhm. Ja. Und ja, daher... Aber warum würde ein System dann sowas nochmal, also geschieht ja echt unbewusst, weil ich wüsste nicht, was, ja. ist ja nichts passiert in der Zwischenzeit. Ja. Ja, aber das ist wie das Außer Beispiel. Die Angst vor dieser Herrlichkeit oder anders macht nichts mehr. Nein. Ja, oder warum? Ganz sicher nicht. Und dann hättest du ja dann, nachdem die Herrlichkeit aufgetaucht ist, in Angst sein müssen. Nee. Das ist ja nicht war der Fall. Nee, nein, das nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir haben nicht wirklich Angst vor dem, was wir wirklich sind, nur vor der Idee, die wir haben, wenn wir nicht mehr sind. Und dann überlagern wir das, was wir tatsächlich sind, mit der Angst, nicht mehr zu sein. Wir haben niemals Angst vor dem, was wir sind, weil du bist es ja jetzt auch schon. Bist du jetzt gerade in Angst? Ja. Du müsstest ständig in Angst sein. Stehst du? Weil das öfters, ich bin öfters mal in Angst. Ja, aber nicht kommt, aber kommt Angst aber auch aus, nur aus heiterem Himmel und geht dann auch wieder. Manchmal verschwinden Sachen nur bei kleiner Beobachtung. Aber dieses eine Gefühl, das ist eben ziemlich hartnäckig. Ich glaube auch, dass das aus der Kindheit kommt. Das glaube ich schon. Und es muss eine Überlagerung sein, denn in Relation zu der Loslösung desjenigen, der in Hamburg vorne saß und ohne Überlagerung total gerührt war von sich selbst und seinen eigenen Gefühlen und Liebe und dem, wie die anderen, scheinbar anderen dann nicht so anders sind als er oder als anders sind als Liebe. Das ist ja die Resonanz in dir, war das in dir für dich auch weg und da siehst du, es ist also eine Überlagerung. Mhm. Und die ganzen Überlagerungen, die auch er hatte, sind ja liebgewonnene Aspekte, mit denen man sich schützt. Oder in bestimmte Positionen im Leben. Also das wäre jetzt dieses grausliche Gefühl, ja. wäre jetzt ein Schutz. Möglicherweise.
Für gegen was? Gegen das nicht mehr leben können. Also das ist ein Schutz für dich im Sinne von, wenn ich das nicht habe, dann habe ich keine Hoffnung mehr, dass Rettung kommt. Dann muss ich in die Verzweiflung gehen. Dann könnte das ein Akt von Verzweiflung sein, dieses Gefühl, das aufrechtzuerhalten. Aber alles, was wir an schrägen Gefühlen in uns haben und an Verhaltensweisen, sind im Prinzip Schutzmechanismen. Es ist ein Halt zu suchen in einer Scheinrealität und in einer Möglichkeit von Erlösung oder Halt in etwas. Und der wesentlichste Halt ist der, zu überleben. Und das ist, was uns extrem bindet und was auch Angst macht. Und möglicherweise ist es aber jetzt, mit dir verbunden schau mal mit Angst. Aber jetzt schau mal her. Die Überlagerung ist ja schon als Überlagerung erkannt. Und auch ist ja auch schon gesehen worden, dass da überhaupt nichts ist, vor dem man Angst haben müsste. Es geht da gar nicht ums Überleben. Weil das ist so dein eben bewusster Zugang zu dem, was in dir passiert. Aber der Unbewusste ist ein anderer. Sonst hättest du das ja nicht. Ja. Du könntest ja jetzt dann entscheiden, so, das ist einfach eine Überlagerung. Überlagerung brauche ich nicht. Ja. Ich habe ja keine Angst, bediene ich nicht. Also ist sie weg. Nein. So. Also muss ja irgendwas in dir, wie eher gesagt, das generieren und damit. Es muss was das generiert, immer wieder das generieren eigentlich, weil es ist immer wieder auch weg. Ganz genau. Und da wollte ich jetzt auch hinaus. Das muss es immer wieder generieren und es ist so strukturiert das Bewusstsein, was sich durch dich ausdrückt, dass es nur das generiert mit diesem Aufwand von über 30, 40 Jahren mindestens oder noch 60. Mehr. Ich wollte nicht das Alter erwähnen, ganz bewusst nicht. Es muss also, wenn es das tut, mit diesem Aufwand ein Interesse daran haben. Und welches Interesse könnte das sein? Das ist es, was es gilt herauszufinden. Welches Interesse ist daran, dass ein ungutes Gefühl immer wieder generiert wird, aha, was das Bewusstsein sagt, wozu das Bewusstsein sagt, ich will es ja gar nicht haben. Das wäre dann der Anfang des Endes von diesem Rätsel. Wir könnten auch sagen, schau dahin, wie macht ein kleines Kind, das noch nicht mal sprechen kann, auf sich aufmerksam, dass es was braucht. So ständig von Kindern umgeben. Deswegen ja auch. Damit du siehst, was läuft, wenn jemand in Not ist. Oder ausdrückt, ich brauche jetzt was. Was macht das Kind? Schreit. Zum Beispiel. Und was ist, wenn niemand kommt? Niemand darauf reagiert? Heult. Wildes Geheule, ja. Und weiter? Wenn da niemand darauf reagiert? Naja, wir reagieren natürlich schon. Ja, aber gerne. Also, wir warten jetzt nicht ab Punkt 1, Phase 1, Phase 2. Also jetzt nur. Das war jetzt auch nicht ein Test, ob ihr reagiert. Also. Zu schauen, immer dich reinzuversetzen. Ich meine, ich bin kinderlos und du bist auch kinderlos, aber du bist ständig mit Kindern umgeben. Mhm. Also hat das für dich auch einen Lernwert. Ja, verstehst du? Ich war immer mit Kindern umgeben, das stimmt schon auch. Ja. Das muss einen Grund haben, verstehst du? Weil darin ja auch eine Lösung liegt für uns selbst, auch wenn wir es so nicht wahrhaben oder sehen wollen. Also wie geht's weiter? Wird nicht gesehen, es ist schreit, es weint. Weinen, können wir sagen, attestieren das Verzweiflung schon? Ja, Verzweiflung. Ein Stück ja. Verzweiflung mhm. Und darüber hinaus? Also bis Verzweiflung kenne ich das. Und darüber hinaus? Wie wird ein Kind dann reagieren potenziell, wenn das auch nicht, also wenn Verzweiflung ist und es trotzdem keine Aufmerksamkeit erfährt? Vielleicht sich verschließen oder was? Zum Beispiel, yes. Würde es ich so? Also ganz genau, yes. Glaube ich, so jetzt bei mir, würde ich für mich sagen. Yes. Ja. Mhm. Und das hängt irgendwo zu, also irgendwo da finden wir das. Aus Verzweiflung heraus dicht gemacht und das so verzweifelt, das ist noch die nächste Stufe, die dann kommt. Verweigerung, danach gibt es noch eine. Verweigerung nennt sich das, oder was? Sich verschließen, sich was? Oder verschließen, das ist Verweigerung eigentlich schon. Impliziert das eigentlich schon. Ja. Aber wir können auch sagen, gut, es ist dann noch danach. Es gibt noch eine Stufe. Ganz schön komplex, wie wir sind. Gibt noch eine danach.
Das ist die entscheidende. Die ist die entscheidende, weshalb es sehr schwer ist, dran zu kommen. Also das sich verschließen und dann noch eine Stufe. Und was? Das ist die entscheidende. Nein, welches ist die entscheidende? Eine. Nochmal eine. Mhm. Was steigert das noch? Oder wie sehr kann man sich noch, wie intensiv kann man sich noch davon lösen, von dem, was unaushaltbar ist, letzten Endes? Unaushaltbar. Ein Gefühl, was dich immer wieder befällt, immer wieder auftaucht, weil es dich einmal eingenistet hat und bedient wird vom System. Genau. Wie geht das System dann um in dieser Unaushaltbarkeit? Was ist der nächste Schritt dann? Unbewusst alles. Es wird krank oder was? Oder stirbt? Okay, das haben wir jetzt gar nicht in Betracht gezogen, aber auch, natürlich ist das eine Folge davon, dass ich das so äußern kann, wenn es ein essentielles Thema ist, ja. Es geht gegen sich vor? Kann sein, dass es eine Könnte Folge davon sein? Ist. Ja, dass es Verschließen in irgendeiner Form. Aber es ist Form ja schon Verschließen gegen sich vorgehen, ja. Das ist reicht schon das. Ja eigentlich schon. Ja. Aber es gibt noch einen Punkt, der wirklich, weshalb wir Schwierigkeiten haben oder du jetzt auch zu sehen, was läuft. Welcher Punkt könnte das sein? Ich meine, ich habe dir damit ja schon die Lösung fast geliefert. Mit was hast du mir die Lösung geliefert? Wie ich gesagt habe, dass dieser Punkt ist der Punkt, weshalb wir Schwierigkeiten haben oder du jetzt an das Thema zu kommen und zu wissen, was eigentlich da gelaufen ist, weshalb dieser Schmerz da ist und dein System es immer wieder generiert. Dass man sich ausschaltet, das, oder was das bedeutet, dass man es... Sehr gut, genau. Das wären nicht dieselben Worte, aber das einfach das totale Vergessen, dass sich total abschneiden davon und keine Kenntnis davon haben, sodass es für dich gar nicht existiert. Außer es taucht auf. Ach so, das Ereignis. Außer wir sitzen jetzt hier und sagen so, das akzeptieren wir nicht. Wir schauen jetzt aber mal hin. Ja. Ja. Diese Bereitschaft muss da sein, dass das wirklich sich entschlüsseln dass will. Es sich dass ein Vergessen eines Ereignisses. Ja, dass das Verdrängen davon ist, ein Verdrängen dann total ersetzt wird durch den Wunsch, es aufzudecken, was wirklich ist. Das ist die Chance, die Bewusstsein hat. Und ist es dreht sich da um ein bestimmtes Ereignis, oder? Nein, das wissen wir ja nicht. Wissen aber ja nicht meistens eben. Ist es ein Ereignis, wodurch uns in uns sichtbar wird, mit welcher Struktur wir geboren sind. Weil die Ereignisse, die stattfinden, sind ja nur eine Bestätigung für unsere Struktur, die genau. zu sehen, zu erkennen, damit klarzukommen, sie dann aufzulösen in Hinblick auf Befreiung. Mhm. Also... Es ist natürlich cool, wenn dann ein Moment auftaucht, von dem man genau weiß, okay, da war ich da und da war ich so in Verzweiflung und da kam niemand und dann habe ich gefroren, war kalt und wie auch immer, oder das Haus brannte und niemand kam, ja, so in der Richtung. Oder stand unter Wasser oder ich war in der Badewanne, bin untergegangen, es kam niemand. Naja. Ja, aber wenn ich sowas hätte, würde ich sagen, aber das ist jetzt nicht in meinem Fall, ist es nicht der Fall. Nein, aber ich sage allerdings nur, die anderen Sachen, was du in der Einführung gebracht hast, dieses in Traumwelten flüchten und weiß Gott was, das kenne ich sehr gut aus meiner Kindheit und auch lange danach. Also, yes. Also das hat mich sehr angesprochen, eben, also diese ganzen Mechanismen des Systems da. Damit drückst du ja aus, dass es was Unaushaltbares in dir gibt oder dich in Verzweiflung bringen könnte, würdest du wirklich total präsent sein, total präsent jetzt in Richtung auf die Auflösung von unserem Rätsel eben, wirklich hinschauen zu können, das enträtseln zu können, was du vor dir selbst verborgen hast, in der unbewussten Phase. Und das ist möglich, da dran zu kommen, weil das passiert immer wieder im Satz, dass wir plötzlich sehen, oh, okay, da war es das. Und wir haben ja jetzt eine Plattform eröffnet, eine Ebene eröffnet von Bewusstheit, wo das System von dir neu schauen kann. Wo gab es das? Oder in welcher Form war ich? Und jetzt spüren wir erstmal nach oder schauen, okay, aha, das ist mein Thema, ich versuche immer zu entkommen. So, wem oder was versuche ich denn jetzt nach wie vor noch zu entkommen? Das würde das anfangen zu entschlüsseln. Weil wir sind ja... wenn wir das Thema noch haben und das sich immer wieder neu aufbauen kann, immer noch in derselben Grundstruktur wie früher, hat sich ja gar nichts geändert.
Das heißt, ja, du drückst es nach wie vor, ja, aus. Also wenn du jetzt in der Selbstbeobachtung bist und schaust, wie, wovor läufst du eigentlich davon, müsstest du eigentlich auf die Ursache davon kommen, wenn auch nicht genau das Ereignis, aber das Prinzip. Musst du nicht jetzt unbedingt, aber in deiner Selbstbeobachtung, wo die Tendenz ist, zu flüchten, zu entkommen, in Träumen zu sein und nicht präsent zu sein. Während du ja sagst, du willst immer präsent sein. Und dann deine Tendenzen dich rauszuziehen, dich auch aus Menschenansammlungen rauszuziehen und manchmal auch aus einer Ansammlung von nur einem Menschen dich rauszuziehen. Der dann für dich vielleicht so eine Ansammlung ist. Oder Momente sind, wo diese Energie von dir hochkommt, ja, die dich hochkommt, daran, klar, erinnert. Und dann sagst du so, okay, ich gehe entweder in den Schock oder ich gehe in irgendwelche Fantasien oder ziehe mich jetzt auch körperlich raus. Und da nachzuspüren, was ist es? Und dann kommst du auch drauf. Und wenn dein System dann verstanden hat, dass es keinen Sinn macht, das zu bedienen, weil es der Realität, deiner Lebensrealität jetzt gar nicht mehr entspricht und dein System ein Kleinkindstadium anstrebt, in dem, also, es Erlösung will von den Eltern, die nicht mehr da sind. Und das würde jetzt ich eigentlich so mir auch nicht sehen, dass ich eine Erlösung suche von Eltern, die jetzt beide schon gestorben sind und auch in der damals nicht fähig waren einfach. Naja, aber das ist, so denkt ein Kind nicht. Das ist ein Erwachsener, der so tut, als wäre ein Kind, könnte so denken. Aber ein Kind selbst kann es nicht. Kann es nicht, ja, das die schreien einfach, ja, die machen auf sich aufmerksam, klar. Das stimmt. Die sind einfach in Not, ja, und wie kommunizieren sie es? Ja. Ja. Und natürlich ist man, egal ob jemand kommt oder nicht, drückt man Not aus. Und wenn du das einmal bist, das einmal für dich ein Mechanismus ist, dann läuft der weiter. Unbewusst läuft er weiter. Du bist in einer unerfüllten Not, verstehst du? Also es ist eine Begierde in dir, was dadurch entstanden ist, gerettet zu werden oder sagen wir so, nicht in Todesangst zu sein. Nicht in Todesangst zu sein. Ich komme schon noch an die Todesangst, komme ich ja noch. Aber das ist also ein Auslöser, was darf mich in Todesangst? Ja, das, naja, wenn sich niemand kümmert, haben, ja. Ja, wie wir, klar, gesehen haben, da brauchst du nicht viel. Wenn die Stufen da übersehen werden, ja. Du kannst auch in Todesangst in deinem Mutterleib sein, wenn deine Mutter das Gefühl hat, ich merke jetzt gerade, ich möchte doch kein Kind. Das hat sie bestimmt gedacht, ja. Und da, Mütter haben da einige Methoden parat, ich will jetzt keine nennen. Das kann schon sein, ja. Um das auch in die Tat umzusetzen und Ähnliches. Ich meine, ja, wie auch immer, es ist, selbst wenn du die Ursache nicht genau kennst, dich jetzt darin zu beobachten, wie du da reagierst und worauf und was es sein könnte, was es in dir auslöst, das alleine ist schon eine Hilfe und kann auch reichen. Aha. Aber einfach in der Situation bleiben mit diesem Gefühl. Und schauen, was die Ursache dafür ist, dass dieses Gefühl auftaucht oder und dass dann bestimmte Reaktionen dazu auftauchen. Also das zu erforschen schon. Nicht einfach nur, nicht nur mit dem Gefühl bleiben, was ja auch schon gut ist. Und dann aber in der Situation schauen, wie die ganze Situation mehr oder weniger anzuschauen. Yes, was es sein könnte, was die Ursache dafür ist. Und weil, wenn du dich beobachtest, erkennst du ja nach und nach ein Muster in dir. Und darum geht es und das bestätigt uns ja, okay, da, so ticken wir. So lernen wir ja auch und denken, wir sind so strukturiert, indem wir uns eben wahrnehmen, in der Ausdrucksform, die wir da darstellen. Das hilft und wir haben jetzt den Fokus da auf einen anderen Bereich gelenkt oder vielmehr auf den Bereich, wo wahrscheinlich die Lösung zu finden ist. Denn wenn es ein Ereignis geben würde in deinem bewussten Sein, wäre das jetzt nicht schwierig, müssten wir uns nicht jetzt da grämen, dann wäre das für dich klar, dann würdest du sagen, okay, da habe ich das erfahren und seitdem ist es so, dass bei mir und so weiter, bin in Angst oder muss mich rausziehen, weil wenn mich Dinge bedrohen, sagst du ja nicht. Ja, obwohl es auch natürlich... Also Bedrohungen tauchen auf, aber nicht, also es sind niemals äußerliche, also das gibt es gar, also da ist überhaupt niemals eine Situation, wo ich sagen könnte, ja, das könnte von dieser äußerlichen Situation herrühren. Ja. Das ist immer nur... Siehst, ja. Okay, schaue ich mal. Ja.
Wenn man sagt, ihr bekommt meine Liebe nicht mehr, man macht so auf die Art und Weise. Ja, aber das sehe ich jetzt da nicht. Aber es gibt auch so eine... Ich sehe eher eine Notwendigkeit in dem Fall. Natürlich gibt es das auch, ja, wenn es darum geht, dass das Kind jetzt als scheinbarer Erwachsener ständig versucht, Liebe von anderen zu bekommen, dann ist das möglicherweise so, wenn man sich dann so wiederfindet und das Gefühl als Herz ist zu... Verschließe mich jetzt einfach und aus Rache den anderen gegenüber, weil ich gesehen habe, dass mich niemand sieht, sehe ich jetzt euch jetzt auch nicht, kriegt ihr von mir auch nichts, natürlich. Aber das sehe ich da nicht jetzt. Ja, aber ich das sowas gibt es mal nicht. Mhm. Natürlich, mhm. Klar. Die meisten Persönlichkeiten sind ja ein Liebesverschluss. Wo die Liebe nicht fließen kann, für sich selbst nicht. Oder in Ablehnung von sich selbst kann nicht Liebe für andere sein. Und die meisten Menschen sind eben im Minderwert oder in Angst und nicht wirklich total präsent, sodass die Fülle des Lebens durch sie nicht hindurch wirkt. Und dadurch sind alle in Notwendigkeiten, alle in gewisser Weise im Mangel verknüpft mit Angst. Das ist die Basis für die meisten Menschen, fürs Erleben. Für Liebe ist da nicht viel Raum. Wäre das so, wäre unsere Welt anders, wäre eine ganz andere Form von Begegnung mit Menschen. Wir müssen uns nicht als spirituell deklarieren und andere als nicht spirituell. Vier Unterschiede gäbe es dann gar nicht. Und dann wäre eine natürliche Hinwendung an die Liebe. Also wäre sozusagen jeder Mensch spirituell, was total cool wäre. Spirituell im Sinne von das Potenzial, was da ist, auch zu leben. Weil jeder hat ja das Potenzial von absoluter Freiheit in sich, aber nicht die Möglichkeit, es zu enthüllen. Ja, das ist das, was die Unterschiede macht in Bezug auf ein gutes Leben oder ein weniger gutes. Oder sagen wir mal ein erfülltes als ein nicht erfülltes. Also mir hätte es ja kein größeres Geschenk machen können, als dieses Mantra zu spielen. Ja. Darum hast du es wahrscheinlich auch gespielt. Nein. Nein? Echt? War das so? Fall. Ich habe es gespielt, weil ich das Gefühl hatte, dass es passt heute Morgen. Ja, hat gepasst. Kann man das auch übersetzen? Oder ist das nicht wichtig jetzt? Jetzt ist es nicht wichtig, wenn wir jetzt hier sitzen. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen durchlässiger. Ist das so? Siehst du das oder kannst du das? Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich sehen oder nicht wirklich durchsichtig? Nicht wirklich transparenter oder weniger. Mhm. Also ich spüre es jedenfalls nicht mehr so wie gestern. Mir kam gestern auch noch so ein Gedanke, ist das, wenn das hier blockiert ist und das quasi nicht einfach durchfließen kann und weiß ich nicht, oben wieder raus, kann es sein, dass das mit ein Grund ist, dass man dann quasi noch mehr das immer an jemand anders festmacht, dass man es irgendwo loskriegt, diese Energie? Das kann sein, aber es kann sein, dass du es auch ausdrückst, indem du dich zurückhältst oder verschließt auf der Ebene, das ausdrückst dann. Kann auch sein, dass du natürlich dann einen heftigen Ausdruck darstellst auf der Ebene. Also das, was du sagen willst, in heftiger Weise rüberkommt. Mhm. Aber das, was da ist, ist, wenn man es als Blockade wahrnimmt oder sieht oder sehen kann, ist eben eine Verhinderung, also nicht unbedingt ein ekstatisches nach außen geben, sondern eher eine Zurückhaltung. Und daher sagte ich ja auch gestern, dass das sicher damit zusammenhängt, dass bestimmte Ebenen sich nicht ausdrücken können, noch nicht, weil sie dich verletzlich machen. Also wenn du dich in Sanftheit ausdrücken würdest, wie verletzlich wärst du dann möglicherweise? Also ich fand es gerade eben
schon sehr interessant, weil ich, das hat mich ganz viel gekostet, irgendwie mitzusingen. Aber es wollte unbedingt. Also das drängt dann so nach außen und das war schon sowas. Naja, kann schon sein, dass in dir die Not auftaucht, dass du das, was da nicht ausgedrückt ist, irgendwie ausdrücken musst. Und dann drückst du es über dieses aus, über das Singen. Irgendwo muss die Energie auch aber, hin. Okay, aber das ist nicht das Eigentliche. Nein. Also es geht. Aber kann sein, dass es sich darüber löst. Das kann natürlich sein. Aber es geht wahrscheinlich schon um was ganz Konkretes, so jetzt ähnlich wie bei ihr. Das wahrscheinlich irgendwo was konkret ein Hund begraben liegt. Das könnte sein. Es könnte zum Beispiel sein, was ich mir jetzt gerade aufdringt, dass man irgendwann mal versucht hat, dir die Luft abzudrücken, abzudrehen. Kennst du sowas? Oder ganz früh, ich meine, vielleicht hattest du den Nabelschnur um den Hals, das weißt du? Also wenn du das jetzt sagst, kriege ich direkt... Ja. Deswegen, ich habe die ganze Zeit das Gefühl von... Ja, von, ja ich jetzt auch. Von erwürgt ja. werden, ja? Also, nicht, dass ich mich an irgendwas in der Richtung erinnern könnte, aber ja. Stimmt, wo du sagst, ich habe sofort auch... Aber dein System kann sich daran erinnern und wenn wir sowas hören, haben wir dann auch eine Ahnung, selbst wenn nichts Konkretes da ist, von einem Ja oder ein Nein oder ein Möglich, keine Ahnung. Musst du jetzt auch nicht haben, aber du siehst ja, wir kommen immer weiter. Ja. Gestern waren wir an dem Punkt, dass wir es anders betrachtet haben, jetzt betrachten wir es so. Weil das so erfahre ich, dass wann immer man sich ein Thema, was noch nicht erlöst ist, stellt, gibt es eine Vertiefung. Ja, gibt eine Vertiefung, gibt eine neue Sichtweise, wo man dann sogar dann die alte vielleicht komplett abhaken muss, weil dahinter einfach noch eine Ebene ist, die essentiell ist dafür, dass man es sehen kann. Und du hast nicht ohne Grund da, was bedeuten die Symbole, die da genau an dem Punkt sitzen, wo, also da ist ja die liegende Acht und da ist ein, weiß nicht, ist das die Lebensblume? Das unendliches Licht. Okay. Unendlichkeit und unendlicher Raum, das ist aus der Kabbala vom Lebensbaum, das obere Ende sozusagen. Aber warum ist das zufällig da? Weil du genau den Raum brauchst. Ja, wahrscheinlich. Fürs Überleben. Das ist nicht zufällig so. Ja. Ich meine, wenn man die Kabbala oder die Bibel oder den Koran der sich an den Hals bindet, ja. Was heißt das dann? Ja, ich habe schon hier das obere Ende und hier das untere Ende vom gleichen. Also es ist nicht nur hier. Aber es stimmt, klar, das ist schon bewusst hier auf dem Chakra. Ja, also weiß in dir etwas, was da ein Haken ist, schon seit längerem. Sonst könnte das sich nicht da befinden. Also einfach Vertrauen haben in die Bewegung, die ohnehin geschieht. Ja, wissen wollen, was da... Ja, das ist ja sowieso. Mhm. Wissen Sie sich unbedingt. Aber auch da habe ich eben das Gefühl, seit einiger Zeit, dass... Also das stimmt schon, dass ich mehr in diese zarten Geschichten reinkomme. Also dass ich zum Beispiel merke, dieses unbedingt wissen wollen und mit aller Gewalt und dieses, dass das nicht mehr angesagt ist. Sondern eher so dieses bisschen loslassen einfach und gucken, wo es hinschwimmt oder... Ja, aus der Ebene heraus, also aus dem Herzen und dann würde dir auch wirklich dienen, was wir anfangs sagten, dich zu ehren und dann daneben auch ins Herz zu gehen, also dann von da aus, dass du nicht auf die Ebene kommst, wo die ganzen Blockaden sitzen und die ganzen Tendenzen, was zu wollen und um jeden Preis, sondern mit dem Flow sozusagen zu gehen. Das macht vieles Singen bei mir, dass das wieder dann irgendwie, oder überhaupt, dass alles weg ist dann. Überhaupt, dass alles weg ist? Ja, irgendwie schon. Wann, wie, wo? Wir haben Singen. Im Singen, okay. Im Singen ist alles weg. Außer Singen.
Ja, trotzdem, schau, auch wenn das energetisch natürlich ist und sich durch das Singen sicher einiges auch erlöst auf der Ebene. Aber es ist dasselbe wie eben Gespräch mit der Gabi hatten, dass wenn dein System das immer wieder aufbaut, du es dir anschauen musst. Du kannst es nicht durch das Wegmachen wollen, Wegkriegen wollen, wegkriegen. Sondern das kann nur das Bewusstsein, dass es irgendwo eingeordnet hat und einsortiert hat, das muss es wieder aussortieren. Es muss irgendwo in den Karteikasten rein, wo steht hier, das war too much, ja, damit kann ich nicht umgehen, will ich nie wieder erleben, will ich nie wieder was haben oder will nie wieder in der Angst sein. Und genau da in diesem Kasten muss man dieses Zettelchen rausziehen und sehen, was strebt jetzt das Bewusstsein an, weil es mit bestimmten Dingen nicht klarkommen kann. Weil Bewusstsein geht immer nur für etwas, wovon es sich was verspricht. Das muss ich also was davon versprechen. Mhm. Und mit wegkriegen wollen, das ist ja die Tendenz, die die meisten haben, ist überhaupt nichts erledigt. Ja, gar nichts. Immer nur temporär. Und dann bleibst du bis an dein Lebensende am Basteln. Du musst immer wieder singen, obwohl du es hast wie die Pest. Irgendwann mal sagst, jetzt habe ich 20 Jahre habe ich gesungen, weshalb habe ich eigentlich gesungen? Dauerheißer. Stimmt, anfangs wollte ich ja doch das Gefühl weg haben. Ist es weg? Nein, es ist nicht weg. Und dann wirst du auch mit dem Singen keine Freude mehr haben. Dann wirst du dich darüber ärgern, dass du singen musst und so weiter. Das garantiere ich dir. Okay. Dankeschön. Ja. Also schau dir an, in welcher Phase du warst, als du angefangen hast, diese Tattoos drauf zu machen. Oder sie drauf, den Impuls hattest du zu machen. In welcher Phase warst du? Wie ging es dir da? Was war da los? Da könntest du vielleicht auch da einen Zugang finden dazu. Mhm. Ja? Und das ist immer damit verknüpft. Und das, was früher mal war und sich irgendwann etabliert hat, stehst direkt davor. Das wirkt nach wie vor, bis es durchschaut ist und dann aufhören kann. Ja. Die Idee, dass man sich von dem lösen kann, was man nur nicht sehen will, ist naiv. Ja. Ist einfach naiv, weil es löst sich nicht dadurch. Auch nicht dadurch, dass man es unterdrückt oder weghaben will, weil das System hat genügend Signale, um dann auszudrücken, damit ist es nicht getan. Ja, kommt man nicht drum herum. Wir könnten auch sagen, es ist gut, nicht zu versuchen, wieder abzureisen, bevor du angekommen bist. Ja? Das ist, was die meisten Menschen tun auf dem Planeten. Ja? Wollen abreisen oder nichts mit dem zu tun haben, sind aber angekommen. Aber für sie selbst, sie haben das Gefühl, sie sind nicht angekommen, wollen nicht ankommen und machen sich schon wieder auf die Rückreise. Wie viel Sinn macht das, ein Investment so und so vielen Jahren? Du fragst jetzt sicher nach der Übersetzung von dem Lied. Das ist auch völlig egal. Chakravorty hieß bloß ein Sitar-Spieler, den ich sehr gut gekannt habe. Und ja. Aber ist egal. Das ist so viel jetzt im Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Dann erde dich erstmal. Ja. Dann wird es klarer. Einfach erstmal hier total ankommen. Dann drängt sich dir schon auf, was gesagt werden will, wenn überhaupt. Vielleicht wird auch gar nichts gesagt.
Lieder ohne Worte sind die schönsten und ohne Ton auch. Das ist das Einfache, was schwer zu machen ist, aber es ist gar nicht zu machen. Ne? Also diese, ich hatte immer eine Resonanz zu diesem Spruch. Ich weiß nicht, wer den gesagt hat. Aber jetzt merke ich, dass das Einfache, man kann es nicht machen, aber es ist alles. Das. Diese Istheit. Ne? Aber durch die vergangenen jetzt Gespräche kam, wollte ich auch mal was sagen. Ja. Das ist meistens eine Katastrophe. Zu dem, was sich im Körper ausdrückt bei mir noch. Und wo ich dann eben auf die Ebene komme, die eben ganz tief ist, ja, oder die Prägung deutlich macht. Ich weiß nicht, aber du hältst nicht so viel von der symbolischen Deutung von Dingen. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Wäre mir jetzt neu. Ja, so? Ja, na gut, dann kann ich es. Ich meine, ich würde natürlich, ich habe mich mein Leben lang danach gesehen, dass mich jemand besser kennt als ich. Aber vielleicht bist du es. Wieso? Ich will dich nicht analysieren. Weil du sagst, ich halte nichts von symbolischen Deutungen. Ach so. Naja, so habe ich das. Ich nichts davon weiß. Aha, okay. Weil, ja, ich will das jetzt nicht darlegen. Das habe ich jetzt so. Naja, du hast gesagt, im letzten Gespräch in Gießen, oder? Dass eben bei Jesus diese symbolische Ebene eine Rolle spielt. Aber heutzutage kann man wissenschaftlich ausdrücken. Und ich finde ja auch deine Ausdrucksweise jetzt wirklich inzwischen so sehr, sehr, wie soll ich sagen, schön. Einfach schön. Aber trotzdem, für mich ist das Herangehen auf einer anderen Ebene nötig. Ja. Bildhaft oder so, wie ich dir geschrieben habe, dass ich, nachdem ich mein Auto, also das Vergangene schon dreimal und jetzt das Neue auch nochmal, an der Garagentür die Kurve nicht gekriegt habe, also die Kurve gekratzt habe sozusagen, dass mir da bewusst wurde, dass mein System immer sozusagen, wenn es brenzlig wird, dann die Kurve kratzt. wie man das, ich weiß nicht, versteht ihr den Ausdruck? dass ich mich davon mache. Und das hast du ja auch erlebt, das war so mindestens einmal im Jahr. Und aber erst durch diesen Unfall sozusagen am Auto, in diesem fast neuen Auto, habe ich das begriffen, was, ja, so. Und jetzt werde ich nicht mehr die Kurve kratzen, deswegen bin ich jetzt auch hier. Und ich erinnere mich, jedes Mal, wenn ich doch möchte, wieder abhauen, entweder wenn es langweilig wird oder brenzlig, dann erinnere ich mich jetzt an das Auto, das kaputte. Okay. Ja, gut, das ist mir eine Hilfe, will ich muss sagen. Also, du hast jetzt praktisch ein indirektes Bekenntnis abgelegt, nicht mehr zu flüchten. Ja, ein öffentliches Bekenntnis. Das auch noch. Gegenüber dem Höchsten. So, das ist das eine. Und dann drückt sich auch auf andere Weise aus. Ich habe seit 2 Jahren eine offene Wunde an der Nase. Da war ein Pickel, das war noch in Köln, und das habe ich irgendwie unbewusst abgekratzt. Und dann habe ich gesehen, es ist ein ganz tiefes Loch. Ja, und
natürlich hat mich erst irgendwie gewundert und erschreckt und so. Aber dann, ich wusste innerlich und ich habe das auch gehört, da gibt es so diese neue germanische Medizin nach Dr. Hamer, wie dann Haut wieder heilen kann und so. Und dann habe ich einfach gesagt, ich gehe nicht zum Hautarzt und lasse das nicht schneiden, sondern ich warte, dass es sich von selbst heilt. Und ich meine, so offensichtlich im Gesicht, an der Nase, die für Eskimos im Prinzip so intime Berührung darstellt, ist das für mich auch ein Symbol dafür, dass ich also vor Berührungen von Kindheit... Dass du mit Eskimos nichts zu tun haben willst. Nein, vor Nähe Angst hatte. Als winziges Kind. Also ich muss damit auf die Welt gekommen sein. Und dass das aber jetzt heilt. Ich sehe, dass das ist zwar größer geworden, aber es bilden sich neue Hautschichten und das heilt jetzt. Und das ist auch sehr schön. Ich finde das auch stimmig, wenn du in dir, egal wie schräg es sein mag jetzt, ja, vielleicht stimmt es ja auch, was untersuchst und erforschst und siehst, da ist eine Resonanz in mir, dass ich vielleicht eine gewisse Nähe nicht haben kann, Berührung nicht haben kann oder so, und das dann darin untersuchst und darauf kommst, egal ob der Ausgangspunkt dafür jetzt bezüglich deiner Nase und den Eskimos stimmig ist oder nicht, aber es ist total stimmig, wenn du dann darüber auf ein Thema von dir kommst und es dann erlösen kannst. Ja. Von daher habe ich auch nichts gegen schräge Symbolik. Ja. Ich will sie nicht schräg, ich finde es einfach so offensichtlich. Ich meine... Ja, und es ist immer gut, sich an die eigene Nase zu fassen. Nee. Ja, das war auch ein guter Hinweis. Naja, und ich bin auch über die Problematik mit dem Bauch, mit der Verstopfung und so bin ich an Themen gekommen, ja. Aber erst eben durch den Körper. Natürlich, das ist und ja... Das ist, sonst hätten wir vielleicht keinen Feucht mehr nicht für solche Dinge. Ah. Ja. Zumindest macht Sinn. Macht total Sinn für uns, weil der ein Indiz ist natürlich für Ebenen. Und da ist ja gut, dass du auf der Suche bist danach, was dir Hinweise gibt. Dass er uns einfach Hinweise gibt auf einer Ebene, zu der wir sonst über das Bewusstsein nicht den Zugang haben. Na, jetzt beobachte ich mich natürlich auch, wie ich auf Leute... Nachbarn und so. Ich weiß, ich bin als Kind immer ausgewichen, habe durch die Tür geguckt, ich wollte niemandem begegnen. So, und das war so eine Struktur von mir. Ich meine, später habe ich jetzt sogar ein Geschäft aufgemacht und musste da Leuten begegnen. Das ist ja der Impuls zur Heilung. Dann, ja, genau. Das war schon ein Schritt hin, aber jetzt eben durch Satsang und die Begegnung mit dir ist das eben nochmal so verstärkt. Oder überhaupt erst richtig hochgekommen. Jetzt kann ich beobachten, manche Nachbarn, okay, dann merke ich, dass ich zurückweiche und dann merke ich es halt und dann ist es ja auch dann vorbei. Und manchmal kann ich wirklich ganz, wirklich drauf eingehen und so. Und wenn ich jetzt Veranstaltungen mache in meinem neuen Raum, da kann ich das auch mit den Leuten, die ich kenne und die dann noch neu dazukommen, kann ich das wirklich auf dieser bewussten Ebene machen. Damals bei der Galerie war das eben mehr notgedrungen. Und jetzt mache ich das von mir aus und es ist, ist schön. Also ich merke, da kommt was in Gang. Ja, so ist das Leben gut zu uns und führt uns immer dahin, wo unsere Themen sitzen. Wir wollen oder nicht, aber wenn wir dann wollen, umso mehr. Und das ist toll, das nutzen zu können. Ja, bin ich auch sehr dankbar. Und für Satsang hier in Stiefenhofen, in dieser wunderbaren, märchenhaften Umgebung, die ja nicht existiert, gell? Daher ist es gut, dich also sehr anzuhaften an dem, was nicht existiert. Nein, ich hab die auch nicht, aber ich gehe durch den Wald und das ist einfach toll, bin ich bei mir. Ja. Ja, mit jedem Schritt, das ist nicht real, der Tannenzapfen ist nicht real, der Fuchs ist nicht real, aber ich bin auch nicht real, nicht vergessen. Ja, klar. Ja, löst du die Realität, die Scheinrealität wieder auf. Ja, ich wollte dann noch kurz sagen, weil du gesagt hast, alles ist nichts,
am Anfang. Die Übersetzung des Glaubensbekenntnisses der Muslime, La ilaha illa Allah, so wurde doch immer übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah, ja, oder es gibt keinen Gott außer Gott, vielleicht noch so, aber das, die Sufis interpretieren das ganz anders. Sie sagen, es gibt nichts außer das alles Nichts oder außer das Nichts alles. Mhm. Es gibt nichts außer dieses Nichts, was alles ist. Oder das alles, was nichts ist. Das, deswegen wonach, mein Eindruck. Wonach dann natürlich auf deren Ansicht alles jetzt, das sogenannte Alles ist oder das Einzige, was da nicht ist. Also in dem Alles ist nicht, ist zwar das Ewige enthalten, aber das Ewige ist nicht das Alles. Anders als die Sufis sagen. Das Ewige ist nicht das Alles? Das ist doch ist, das Höchste, was du immer... Ne? Ja, ist nicht das, was hier als alles... Nein, das meine ich auch nicht, aber das ist das Wesentliche. Alles ist mehr als eins und damit ist schon, hat es selbst schon Pech. Naja gut, das ist die Interpretation, aber ich habe das anders verstanden. Ich habe gedacht, das ist das Wesentliche, das ist das überhaupt, was nur das ist. Was ist mit den Begriffen? Da wir ihn jetzt anders am Anfang definiert haben, kann ich jetzt nicht... Ja, kannst du nicht aufgeben. Kann nicht mehr, bin jetzt total unflexibel. Ja. Bezüglich einer anderen Interpretation. Das sind die tausend Dinge, sagen die Chinesen. Die tausend Dinge ist die Welt. Ja, trotzdem, aber, ich habe immer da, ich hake immer da ein, wo ich merke, dass Begriffe nicht das ausdrücken, was sie ausdrücken sollen. Und wenn man zu dem selbst alles sagt, ist es ein Begriff, der nicht stimmig ist. Alles... Das Nichts alles oder alles Nichts. Naja, nichts alles. Amen. Okay. Amen. Danke. Gerne. Was ist los? Fuchs? Was geht ab? Bei mir kommen gerade ganz viele so Bilder von meiner Mutter, die versucht hat, mich da umzubringen im Mutterleib. Und, okay. Und aber auch, wo sie es dann kurz vor ihrem Tod sich bei mir entschuldigt hat und dass sie keine gute Mutter war. Und also da waren jetzt ganz viele so Sequenzen und dass ich schon mal da fast hingekommen wäre an das Thema, weil man von der Grauen zurückgeschreckt bin, beim Pachamama. Da waren jetzt einfach ganz viel.
Ja, sehr gut. Ich bin ja schon sogar gesessen hier. Ja. Das ist gerade aufgefallen. Geräusche, also hat generell emotionale Geräusche von dir gegeben. Ja? Also, ja. Echt? Das also, tiefen Atem. Okay. Und das daher bin ich dann drauf aufmerksam geworden. Ja. Kommen der Sache schon näher. Also wenn du da jetzt reinspürst, hat das energetisch eine Resonanz dazu, dass deine Mutter das versucht hat? Einfach jetzt auftauchen lässt, was da jetzt kommt? Mhm. Dass das das Ereignis ist, was da... Also dein Gefühl, und das war ja auch, das haben sie auch sogar verbal ausgedrückt, wenn du nicht wärst. Also dieses... Und... Wenn du nicht wärst, was... Na und, habe ich gesagt, mich gibt's nun mal. So halt als Trotzreaktion. Aber du nicht wärst, ist heftig, gell? Ja. Ist mir jetzt halt so gekommen, ja. Die musst du halt damals heiraten. Nein. Um da rauszukommen, oder wie? Nee, weil ich unterwegs war. War halt so. Ach, sie musste... Ja, okay. Ich dachte, um dich da... Ja, gut. Mhm. Ja, das... Okay. Ja. Und der Mann war nicht ihr Wunschmann, oder? Nee. Auch noch. Nein, da war ihr Wunschmann. Spürst du dich da jetzt im Widerstand gegen deine Mutter? Egal, ob sie jetzt gesagt hat, tut mir leid. Mir auch gerade, also es kam noch eine andere Sequenz, nämlich, dass ich als Kind rumgehüpft bin und da kam ich gerade vom Feld und ich war total glücklich und kam auf die Manu, die Evi, die gab es auch schon als Kind dazu. Und dann sagen sie, was ist mit dir, warum bist du so glücklich? Und dann habe ich gesagt, wegen nichts. Und dann waren die so ärgerlich, wegen nix, dass ich mir gedacht habe, man redet halt nicht mehr drüber. Aber ich hatte sehr, sehr diesen Zugang zu diesem Nichts. Ich habe es auch so ausgedrückt. Ja. Also das ist ja auch in dieser Verbindung, dass ich dann wahrscheinlich woanders hin geöffnet habe. Schätze ich mal. Und daher lag die Isnadeva gut mit ihrem Einwurf vorhin. Genau richtig. Dass du wahrscheinlich da dich verschlossen hast. In Bezug auf andere, in Bezug auf, dass es okay ist, dass du glücklich bist, einfach nur so. Ja. Die Ebene musst du dir auch anschauen, dass da noch in dir das Versagen ist, weil es kommt nicht von außen auf dich zu, hast du damit nichts am Hut. Aha. Ja? Also gibt es da einen Punkt, der noch gut wäre anzuschauen. Und sicher dann auch, dass dieser Schmerz da ist, da nicht einfach das Erlaubnis zu haben von anderen. Da ist das Defizit, dass du noch denkst, sie müssten dir das Erlaubnis geben. Vor allem deine Mutter, denke ich. Aber du musst es dir geben. Mhm. Du musst dir das Erlaubnis geben dafür, dass das sein darf, dass du glückselig sein darfst, ohne irgendeinen Grund. Mhm. Ohne, dass du irgendwie sein musst, wie andere das erwarten, dass du sein solltest. Genau, so, da hängt's. Yes, und dann hast du zugemacht, hast dir es nicht zugestanden und hast aber auch anderen gegenüber die Tür ein Stück weit zugemacht. Da, und das ist auch der Schmerz, der da liegt. Das ist sicher ein Schmerz natürlich auch diesbezüglich. Aber es ist auch eine Verweigerung. Da schauen, ob es stimmt. Es ist einfach nur so in den Raum geworfen. Aber in den offenen, weiten Raum. Und da, solange...
du da nicht letzten Endes vergeben hast deinen Eltern oder deiner Mutter, bleibt es bei dem Muster, weißt du? Also weil du musst innerlich einen Schritt machen, dich davon zu lösen, dass du in dem Zwang bist, dass deine Mutter noch dir die Erlaubnis dafür gibt, dass du überhaupt existieren darfst. Das hatten wir doch in Hamburg auch zufällig. Dass meine Mutter, ne? Nein, nicht in Bezug auf dich, aber thematisch hatten wir das an dem Wochenende auch. Egal. Das ist, wonach du dich dann noch sehnst, nach der Erlösung in dir, dass deine Mutter zu dir sagt, du bist willkommen. Kannst du das nachvollziehen? Weil das würde das auflösen. Verstehst du? Wenn deine Mutter jetzt sagen würde, ich liebe dich und du bist total willkommen, nicht zu sagen, es tut mir leid, das reicht nicht. Für dich reicht es nicht. Weil das Thema ja immer noch läuft. Und zu schauen, ob es etwas noch gibt, wo du noch von deiner Mutter was willst. Von meiner Mutter, genau. Natürlich, von wem sonst? Von ihr. Mhm. Da liegt das Thema in jedem Fall. Ja, da willst du noch was. Schau, was es ist. Mhm. Oder wir könnten sagen, du brauchst da was. Du bist in einem Zustand, dass ich brauch's. Schau ich mal, aber ich kann es jetzt nicht. Ja. Yes. Für euch habe ich heute einen Tisch bestellt.